So, mitten hier in einem Kampf schon. Unabsichtlich angenommen. Das ist doch Schrock! Wir sehen uns wieder und ich werde mich rächen! Ja, das war's, aber so kann man auch besiegen. Cargo hat eh hier viel zu tun. So, schauen wir dorthin. Der wurde befördert. Wer von euch hat diese kleine Kreatur aufgespürt? Es hat sie doch einer geschnappt, oder? Jetzt habe ich ihn aber hoffentlich bald. Hawk-Adlerauge. Nimm das! Du belästigst den dunklen Herrscher nicht. Und mich auch nicht. Okay, das sind mal. Was tun wir da? Dich diesem Abschaum anzuschließen? Was wollen wir eigentlich kommen? Soll ich das wirklich sein? So, was weißt du?
Tut mir leid. Ja, nächste Hinrichtung gestorben. Kampfbericht. Da Hawk Adlerauge ist weg vom Fenster. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5 Positionen zu vergeben. Ich glaube, die schwarze Hand kommt da nicht nach. Wo? Diese Narbe verpasste, lernte ich, wie viel Schmerzen jemand ertragen kann, bevor er ohnmächtig wird. Hier, ich zeig's dir. Bitte zeig's mir. Du bist da. Du bist schwach. Du bist schon mal etwas. Schon vergessen. Zu hart für dich! Hierüber! Dieses Mal nicht! Komm schon, Tag! Ganz sicher nicht! Renn! Tut mir leid, dich kann ich nicht entkommen lassen. Ja, ich bin jetzt sehr zufrieden. Wir hätten da jetzt wieder einen Machtkampf, aber jetzt möchte ich mich auf diese Mission dort konzentrieren einmal. Er hat sicher nichts gehört. So. Weiter geht's. Nun, wo ist er? Dein Freund ist entweder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. So.
mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir ihm einen anderen Weg. Und welchen? Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Sehr schön. Aber wie kommen wir wieder raus? Hat sich da schon mal Gedanken gemacht? Ein Hauch des Todes hängt in der Luft. Gole. Warum überrascht mich das nicht? Sieht aus, als hätte der Graug den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Ja? Nachtgeschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Nur ihr könntet solch Anmut erschaffen, Celebrimbor. Celebrimbor. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch... Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mittelerde. Ich fertigte die Ringe der Macht. Oh! Servus! Flieh, du Narr!
wird eng. Auf nimmer Wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein! Nein! Leuchten der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böser Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz! Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja. Und dann führt er uns zu ihm. Ja. Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Okay. Schon allein gegen jeden Feind verteidigt. Was war das? Da! Der Tark! Ich töte dich! So, machen wir das hier. Okay. Welche Mission nehmen wir jetzt aber an? Können wir eine Schnellreise machen? Den nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Gut auf, Urux. Ich zeig euch, wie man's macht. Menschendreck! Je mehr, desto besser. Dann töte ich euch eben beide. Andermal zurück und dann wird dir das noch sehr leid tun. Was, dass ich das gestört habe? Ja.
Sehr schön. Schleicht hier jemand herum? Na gut, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Mordor. Haut rein, ciao.